Mein Name ist Rosemarie Otto, ich bin 34 Jahre alt und ich arbeite in einem Callcenter. Es ist immer sehr schwer, man merkt bei vielen Kunden, dass einfach die Hemmschwelle überhaupt nicht da ist, weil das Gegenüber nicht da ist, sondern man telefoniert und da ist eine Barriere da und dann lassen eben auch viele Kunden das sehr extrem aus. Von ganz wütend über beleidigend, also dass wirklich alles dabei ist, ist mitunter wirklich ein sehr harter und nervenaufreibender Job. Zusätzlich kommt dann eben noch dazu, dass man natürlich in vielen Projekten unter Zeitdruck steht. Im Callcenter wird jede Zeit getrackt, jede. Also man ist eigentlich ein gläserner Mitarbeiter. Darauf muss man sich einlassen und das ist halt schon eine sehr hohe psychische Belastung. Ja. Man traut sich manchmal gar nicht zu sagen, wo man arbeitet, weil viele dann sagen, wie Callcenter? Das ist so ein anstrengender und fordernder Job und man muss auch so viel Fachwissen natürlich haben, weil man muss ja den Kunden auch weiterhelfen können und es wird eigentlich überhaupt nicht gewürdigt. Diese einzelnen Mindestlohnerhöhungen hat man nicht gespürt, weil es hat sich halt alles drumherum genauso erhöht. Die Mieten steigen, die Spritpreise steigen, die Lebensmittel steigen im Preis. Also das gleicht sich halt einfach an. Von daher, selbst wenn man eine Erhöhung bekommt, es ist einfach, man merkt es nicht wirklich. Wenn jetzt was kaputt geht, bekomme ich dann auch einen Kredit. Bin ich kreditwürdig mit dem wenigen Einkommen, was ich habe? Ne? Aber ja, einfach weitermachen, immer weitermachen. Das, was ich miterlebt habe, war, dass wir einen Mitarbeiter hatten und ich so dachte, Mensch, der sieht aber schon ein bisschen älter aus, ohne den jetzt irgendwie zu diskreditieren oder ähnliches. Aber es hat sich halt dann rausgestellt, der war, glaube ich, schon 68 und weil einfach seine Rente so wenig war, ist er noch im Callcenter arbeiten gegangen. Und das sollte doch auch nicht das sein, was Deutschland für die arbeitende Bevölkerung möchte. Der Mindestlohn muss auf 12 Euro steigen, damit einfach jeder auch seinen Lebensstandard einigermaßen ordentlich leben kann und nicht immer am Existenzminimum leben muss.